Hallo, meine lieben Wassermänner. Das ist eure Kartenlegung für Anfang November. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Das ist eine Kollektivlegung. Es sollte helfen, reflektieren, anschauen, vielleicht die Situation von anderen Blickwinkeln betrachten und nachdenken. Natürlich lege ich auch Privatlegungen, aber mir geht es in erster Stelle wie beim Buchlesen oder auch Fernsehsendungen anschauen oder Filme oder sowas in der Art, dass ihr euch reflektiert und auch vorankommt irgendwie und auch die Situation besser versteht, in der ihr befindet euch. Manche Sachen, die ich sage, natürlich, ich auch manches vorhersage, sehe, aber nicht vergessen, dass es Kollektivlegung ist, dass es nicht Einzellegung ist oder Privatlegung, dass ihr sozusagen auch da auch unterscheidet. So, ich gendere nicht, liebe Männer, bitte ummünzen. Ich freue mich für Likes, Abonnements und Kommentare. Vielen Dank für für jeden Abonnement, das hilft mir sehr. Und wenn du oft das meine Videos anschaust, dann danke ich mir sehr auch, danke ich mir, mein Versprecher heute, danke ich sehr, dass du auch dann abonnierst. So, wir fangen an mit den Symbolonkarten. Die erste Karte sollte mitteilen, was gerade Anfang November wird in deinem Leben so bei dir passieren oder auch stattfinden, womit du dich beschäftigen wirst, also von Verstandsebene. Hier wirst du irgendwie ansammeln. Du wirst brauchen Sicherheit. Wassermänner sind zwar Luftzeichen, aber trotzdem, wir alle neigen, Sicherheit zu bekommen durch Materiellen. Oder allgemein irgendwie uns absichern. Und wir glauben, je mehr wir etwas haben, desto besser uns geht. Eigentlich, das ist Grundängste oder Grundbedürfnisse eines Kindes. Als Erwachsene, wir wissen ganz genau, das Leben ist voller Veränderung, es gibt keine Sicherheit. Man kann nicht wirklich wissen, hundertprozentig, dass wenn ich die Ausbildung gemacht habe und die Schule beendet habe, dass ich dann auch das Studium oder wie auch immer, dass ich auch dort in dem Job auch arbeite, also in dem zum Beispiel Ingenieur oder etwas anders. Das Zweite ist, wir können nie sicher sein, dass diese Beziehung ist auch bis für immer und ewig. Wir können auch nie sicher sein, dass Freundes gleich bleibt, auch so. Dass es immer so das Leben läuft, wie das ist. Oder auch, wir können auch nie sicher sein, dass wir haben immer Geld und immer sind abgesichert. Und hier eigentlich geht es darum, dass man versucht, die Sicherheit von außen zu bekommen, von irgendwie sich absichern, vielleicht auch durch den anderen, zum Beispiel in Partnerschaft, vergewissern, dass der liebt, dass es wirklich aufrichtig ist. Aber eigentlich das Problem ist in uns drinne. Wir fühlen uns nicht sicher. Und es gibt Menschen, die können 20.000 Mal am Tag sagen, ich liebe dich, aber der Partner fühlt sich trotzdem nicht sicher. Und dass es wahrscheinlich auch sogar aufrichtig ist. Und es gibt sowas wie mein Vater, meine Mutter hat ein paar Mal nur im Leben gesagt, dass er sie liebt. Der war kein Mann der Worte, der süße Worte, der er sozusagen verteilt hat, hin und hier. Sondern wenn er das sagte, dass es wirklich auch so gemeint ist. Und das hat gereicht. Weil die Liebe sieht man. In den Tun, in den Handlungen, in den drumherum. Da braucht man nicht Bestätigung von außen. Da braucht man auch Bestätigung nicht den Gegenüber. Das spürt man. Dieser Mensch liebt mich. Das zeigt in dem, was tut. Wie tut. Ich bin im Mittelpunkt. Das ist auch nicht immer ein Mittelpunkt, hundertprozentiger Mittelpunkt. Aber das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wie wichtig bin ich? Werden meine Bedürfnisse, Wünsche, Sehnsüchte auch wahrgenommen und erkannt und auch gesehen. Also mich zum Beispiel, einer meiner ehemaligen Beziehungen, er hat dann so Kleinigkeiten gemacht, er hat mir meine Lieblingssüßigkeit mitgebracht oder meine Lieblingsfrüchte, Kaki.
Also das ist diese Orangene, die immer im Herbst, Winter kommen vor den Weihnachten. Weil er wusste, dass ich immer freue mich. Und das ist kleine Geste, aber da spürte, er denkt an mich. Und ich habe auch in meinem Leben erlebt, Blumensträuße bekam riesige Blumensträuße oder Früchtekorbe, aber da war kein Gefühl dabei. Weil das andere habe ich nicht gesehen als Liebe. Ich meine zum Beispiel emotionaler Missbrauch oder auch Gewalt. Da kann man so viel geben, Blumen und Früchte. Das ändert sich nicht an dem Gefühl, sozusagen geliebt zu werden. Da fühlt man sich nicht geliebt zu werden. Weil da ist etwas, was es sehr Schlimmes oder Schwieriges ist. Da kann man so viel Blumen schenken und Früchte. Ja, das ist zum Nachdenken. Wo ist es deine Thema? Wo fühlst du dich sicher? Was brauchst du für Sicherheit? Und was ist deine eine innere Sicherheit? Und wo kommt es her? Weil das meistens hat mit unserer Herkunftsfamilie zu tun. Vielleicht fühlst du in deiner Herkunftsfamilie auch nicht aufgehoben und sicher. Deswegen versuchst du Sicherheit von außen ständig bekommen und ansammeln. Was eigentlich ist nicht machbar. Das ist eine Illusion. So, was im gefühlsmäßigen Bereich wird dich beschäftigen? Ah, hier geht es Anziehung der zwei Geschlechter. Klamotten runterschmeißen und ganz viel Vögeln bis zum geht nicht mehr. Entschuldigung für die Wortwahl. Ja, wahrscheinlich hast du wirklich einen großen Bedürfnis nach Nähe, körperliche Nähe und Sexualität. Geh dem nach, wenn das so ist. Wenn du natürlich auch kannst. Ne? Die weitere Karte sagt die Tendenzen, um was es geht. Hier geht es um Selbstbetrug. Das ist eine sehr bescheidene Konstellation. Und das erleben wir immer wieder. Wir uns selber irgendwas vormachen. Ich überlege jetzt ein Beispiel. Ja, den ich oft das mache, weil das ist vielen verständlich ist. Wir glauben, wenn wir Mühe geben und so weiter, dass wir die Beförderung bekommen oder den Job bekommen, weil wir nicht nur Probezeit und bestimmte Zeit, sondern wir werden auch Vollzeit und fest übernommen. Ne? Und wir sind von irgendwas sehr, sehr überzeugt oder auch Mühe geben. Aber wir wissen ganz genau, das Unternehmen kann sich nicht leisten, noch jemand Vollzeit einstellen und vollständig einzustellen. Und das wird auch mit diesem Team, mit diesem Chef, mit diesen Plänen nicht funktionieren. Das ist nur alles so fiktiv, ne, als Beispiel. Und trotzdem, wir einlaufen in diesen Selbstbetrug. Und dann herausstellen, dass es, ja, wir wurden betrogen. Aber vielleicht wussten wir von Anfang an, dass irgendwas da ist nicht in Ordnung. Vielleicht haben wir unsere eigene Stimme überhört. Und der andere, der Chef, der sozusagen die Möhre uns vor die Nase hält oder auch das Unternehmen, um uns zu motivieren, von Anfang an auch hat betrogen. Kann auch passieren. Aber hier geht es auch darum, welchen Anteil an Betrug wir haben mit. Wir haben, ja, es gab ja einen Grund, warum wir auf dieses Hoffnungen, Sehnsüchte und Wünsche eingegangen sind. Die sind ja auch notwendig, natürlich. Aber manchmal wir uns selbst belügen. Wir irgendwie die Situation vollständig ausblenden und nur sehen bestimmte Dinge. Weil wir wollen glauben, weil wir wollen schönreden, weil wir wollen erziehen uns, ja, gib Mühe, dann hast du nach halbem Jahr sozusagen wird auch gut sein und oder auch nach einem Jahr oder 2 Jahren, die mit Sicherheit, die wollen ja nicht nur einen Vertrag von bestimmter Zeit, die werden dich übernehmen und so weiter. Es ist nur ganz dummer Vergleich, aber das passiert immer wieder. Wir uns selbst betrügen. Wir gehen den Leim
jemanden erlauben, uns zu betrügen. Und hier geht es um Betrug, was, ja? Und dann ist dieser Mensch, das ist natürlich diese Person gegenüber, ist die Verantwortung, welche Art von Betrug hat gemacht und wie weit und so weiter. Und wie weit es war aufrichtig. Aber da betrügen wir uns selbst. Das ist oft das, was sich passiert, was ich auch habe in meinem Leben auch erlebt. Der Partner, der gegenüber sagt, ich habe keine Interesse an eine feste Beziehung. Ich möchte sozusagen nur eine lockere Freundschaft plus oder Affäre oder nur Sexualität sozusagen. Und dann versuchen wir Frauen, das ist unser Lieblingsbereich, ist, wir versuchen den Mann überzeugen, dass er kommt mit uns in Beziehung. Aber dass vielleicht dieser Mensch vor kurzem ist getrennt und ist emotional noch irgendwo involviert in frühere Partnerin mit Kindern und so weiter. Das blenden wir aus. Und dann machen wir diesen Mann Vorwürfe. Ja, du hast uns, also du hast nicht, du wolltest Beziehung von Anfang an nicht. Ja, ich habe da gesagt, ich möchte Freundschaft plus oder Affäre. Aber wir sind so dermaßen überzeugt, dass wir ihn besseren belehren, dass wir auch das natürlich auch tun. Und dann sind wir enttäuscht, weil wir das nicht schaffen. Obwohl von Anfang an er sagt, ja, wer hat wen betrogen? Wir uns selbst oder uns? Ne? Ja, das sind so Bereiche, wo ich empfehle, nachzudenken. Reflektieren und überlegen. Vielleicht gibt es auch einen Bereich, wo du dich glaubst, dass du wurdest betrogen, aber vielleicht hast du dich selbst betrogen. Irgendetwas selber eingeredet. So, wir gehen weiter in den Nomadenkarten, schauen wir, was die Karten mitteilen möchten über Anfang November für dich. Hier geht es irgendwas zu Ende, muss transformiert mäßig, Transformation muss stattfinden auf der Arbeit. Noch dazu kommt auch die Veränderungen auf die Arbeit. Also da schaust du hin. Da wird irgendwas passieren, was entweder kommt zu Ende oder muss transformiert werden. Möglicherweise, das schmeckt dir auch nicht. Kann auch sein, dass du vielleicht auch merkst, du momentan hast du nicht die Kraft für die Arbeit. Du bist in gewisser Weise für dieses alles nicht genug fit oder gesund. Oder auch dir geht es nicht genug gut, um diese auch Veränderung durchzuziehen. Das passiert oft das. Hier geht es, dein Herzensmensch macht sich Gedanken sehr viel über Liebesbeziehung. Und diese Beziehung ist wirklich aufrichtige Liebe. Also mit Sternen, das ist wirklich ehrliche Liebe. Und das ist auch eine selbstlose Liebe. Sterne stehen für Aufrichtigkeit, für Ehrlichkeit, aber auch Klarheit. Vielleicht dein Partner macht sich Gedanken, was versteht er über eine aufrichtige, ehrliche Verbindung und aufrichtige, ehrliche Liebe. Und diese Liebe ist, wo er macht Gedanken, ist diese Selbstlose. Das bedeutet, auch wenn ich dich gerne habe und würde gerne bei mir haben, aber wenn dir geht es besser irgendwo anders, dann mögest du das tun. Ich wünsche dir alles Gute. Und das ist sehr, sehr schwer. Das haben wir schwer, auch sogar bei eigenen Kindern. Geschweige Partner und so weiter. Wir versuchen festzuhalten an den anderen. Du sollst erfüllen mein Leben. Ich bin glücklich, wenn ich dich habe. Das ist eine Last für den Gegenüber. Ja, hier hast du auch Unklarheiten. Unklarheiten auch betreffend Beruf. Aber das wird irgendwann sich legen. Also das natürlich alles, was wir momentan erleben, alles ist temporär. Das eine oder andere wird dir auch klarer. Es dauert nur seine Zeit. Du wirst entdecken ein Geheimnis. Vielleicht sein Freundeskreis hat ein Geheimnis. Bei deinen Herzensmenschen, hier guckt der Fuchs in der Reiter, ist es zwar eine Nachricht gewesen, positive, aber die war nicht ganz ehrlich. Fuchs ist auch Unehrlichkeit, aber auch Fuchskarte bedeutet auch, dass da muss auch schlau oder intelligent vorgehen.
Weil die Situation nicht, ist nicht einfach. Da der Fuchs ist hinter den Menschen, der denkt wirklich über, vielleicht auch hat erlebt eine unehrliche Nachricht, aber der Schwanz von Fuchs blickt in den Richtung von Herzensmenschen, das bedeutet, er ist aufrichtig. Ja, für diesen Herzensmenschen geht es auch um die Freundschaften, auch mit dem Geheimnis. Für dich wird auch wichtige Rolle spielen, dein emotionales Bereich. Und du solltest auch schauen, weil der Fuchs ist in dem Mond. Was das dich betrifft, also im Mondhaus, was das dich betrifft, dass möglicherweise du Gefühle vortäuscht, dir selbst oder auch anderen. Hier geht es irgendwas auch mit Gefühle, seelischen Bereich, irgendwas nicht ganz rund. Und vor allem, weil zuvor war auch diese Karte Selbstbetrug, schau dir das an. Überleg es dir, was machst du dir vor? So, hier geht es Kommunikation mit deiner Frau. Du hast in Familie ein bisschen auch Rückzug, Nachrichten kommen an, vielleicht auch durch Distanzierung. Hausvertrag war oder häusliche Sachen, Haus wahrscheinlich in Grün war ein Thema oder irgendwas, Garten, alles Mögliche, was mit Grün zu tun hat. Hier geht es einen Neubeginn, den du möchtest oder du hast Blockaden mit deinen eigenen Kindern. Das kann auch passieren. Das, bei den Kindern gibt es Blockaden oder betreffend mit eigenen Kindern Blockaden. Das alles geht aber vorbei. Hier auch mit Hektik sind Blockaden. Und auch das Kind ist in Haus der ja, Berges. Das ist der Neubeginn, ist blockiert. Und hier geht es auch um die Gespräche drum. Irgendwas hier ist blockiert und geht nicht voran. Entweder Neubeginn oder auch betreffend Kinder oder Kind. Für dich gab es auch Erkenntnisse und manche Erkenntnisse werden auch noch kommen. Das ist auch gut, weil Erkenntnisse, Klarheit ist immer das Beste. Selbstreflexion, Anschauungssituation, überlegen. Überlegen, wie geht es voran, was kann ich aus der Situation voranbringen, was kann ich das Beste aus der Situation machen, das ist immer meine Meinung sinnvoll und gut und auch richtig. So, du schaust, nein, wir machen noch mit ihm. Also er momentan macht sich Gedanken über Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit betreffend Liebe und Partnerschaft, selber aber hat keinen Blick voran, er weiß nicht, wohin er sollte schauen. Er guckt aus dem Rand. Aber trotzdem, Gott sei Dank, vielleicht auch muss er auch feststellen, was für ihn ist aufrichtige, ehrliche Beziehung und aufrichtige, ehrliche Partnerschaft. In Zukunft wird das so sein, ja, die Freundschaften mit Geheimnis, bei dir die emotionalen Bereiche, ja, alles habe ich schon mitgeteilt. So, bei ihm. Hier geht es um eine ältere Person, die wichtige Rolle für ihn spielen wird. Ich habe eine kleine Katze und jetzt macht sie gerade im Schrank Unfug, sie irgendwas überlegt. Und du, zwischendurch muss ich gucken, du wirst auch eine Rolle spielen in seiner, mit dir. Vielleicht geht es um die zwei Personen, dich und noch jemanden. Entscheidung treffen oder Entscheidung. Die bringt Klarheit betreffend Kinder oder Neubeginn mit Sicherheit, aber er muss aufpassen, dass es alles rund läuft, weil das ist mit Sicherheit Betrug, weil der Fuchs dann guckt in Schlüssel und Schlüssel ist Sicherheit, das ist wie Schlüssel zum Aufmachen einer neuen Tür. So, was ist bei dir? Bei dir geht es um Entscheidungen, Klarheit, Neubeginn. Ihr habt miteinander einen Faden, Schicksalsfaden, Neubeginn mit Sicherheit. Hier geht es auch bei dir nicht ganz anders und ehrlich und aufrichtig. Dann machst du irgendwie, brichst auf, aber vielleicht auch Sehnsucht hast, etwas transformieren. Oder du musst irgendwas zu, ja, zu etwas fahren, was nicht schön für dich ist. Was dich Belastung wird bringen. Vielleicht auch gesundheitlich irgendwas musst du machen.
Ich lieber mitteile, nicht bitte missverstehen, wenn ich das mitteile, nicht sofort hier, um Gottes Willen, riesiges Ding, nein. Ich lieber vorwarne und immer wieder gucken nach eigener Gesundheit, aber bitte relativieren meine Aussagen. So, was das die Arbeit betrifft, dich betrifft, ihn betrifft, Haus betrifft, Liebe. In Liebe ist auch Transformation und die Verbindung ist von langer Zeit. Ne? Die lange Zeit und das Schicksal. Schicksalhaft, was es jetzt wird auch geprüft sozusagen, das sind auch die Veränderungen. Ne? Und die Veränderungen, ist man Sehnsucht in der Veränderungen. Man möchte irgendwas ändern, man irgendwo möchte aufbrechen. Schicksalhaft, dass es nicht immer ganz ehrlich ist. Da musst du vielleicht auch wirklich gucken. Und dadurch hat es auch die Karte Selbstbetruges. Schau dir genau an. Weil vielleicht hier geht es um einen schicksalhaften Betrug, der eine Rolle spielen wird in Zukunft. Vielleicht musst du aus dieser Situation etwas lernen. Hier geht es nicht um Betrug sexuelle Art oder emotionale Art. Hier geht es um Betrug. Ja, jemand mich belügt. Oder mich manipuliert, um etwas zu bekommen. Aber alles negativen Sinn. Es ist, ich lüge ja auch schon bei der Frage, wie es mir geht. Ne? Aber es gibt auch Lügen, wo man möchte jemanden schaden. Diese meine ich. Hier geht es auch, du möchtest auch irgendwo aufbrechen auf längere Zeit. Du möchtest auch Sicherheit haben. Und auch Sehnsüchte vielleicht. Auch mit, das eine oder andere auch voranbringen in gesundheitlicher Sicht. Na, meine große Kartenlegerin. Hier geht es mit Sicherheit auch Sicherheit im Bereich Arbeit. Das kommt auf dich auch auf zu als Thema. Das wird dich beschäftigen. Für dich selbst geht es um Neubeginn in deinem Leben. Vielleicht auch die Kinder als Thema. Auf die Liebe. Nee, ich habe auch doch. Ich glaube, auf die Liebe habe ich gelegt. Es gibt Transformation. Es muss transformiert werden, irgendwas in der Liebe. Das kann auch sein, das muss irgendwas verändert in der Liebe werden. Und hier geht es auch, manches wirst du erkennen im familiären Bereich oder auch häuslichen Bereich. Komm, meine Süße, ich rette meinem Kabel vom Mikrofon, bevor du hilfst mir. Und er muss auch Entscheidungen treffen. Lass den Mikrofon. Sonst andere hören nicht, was ich erzähle. Ja, das sind die Karten. Was für euch, meine liebe Wassermänner, möchte ich mitteilen. Es kommt nur noch Fische und dann bin ich mit Anfang November fertig. Wenn dir hat diese Legung gefallen und ich freue mich auf jeden Fall für jeden Like, Abonnement und Kommentar. Wenn du oft das meine Videos anschaust, freue ich mich, wenn du auch abonnierst. Meine Katze ist auf meine Schulter gesprungen. Diese kleine süße Nigerchen. Deswegen muss die mich zusammen. Weil die gerne spielt mit meinem Haar. Ja, und ich freue mich auch für jeden Kommentar. Ne? Es gibt Kommentare, die ich auch lösche, aus einfachem Grund, weil es ist zum Beispiel, es ist mal schon stattgefunden, dass die Menschen möchten Aufmerksamkeit haben oder auch Trolle und dann mache ich nicht mit. Oder auch ich vor jeder Legung wirklich sage, das ist eine Kollektivlegung. Und Kollektivlegung, das sind so viele Menschen, schauen an. Das bedeutet, es kann wirklich eintreffen und es ist wirklich angesprochen oder auch nicht. Es ist so. Da kann ich nicht ändern. Und ja, wenn es nicht passt, man geht nicht in Resonanz, ne, dann ist das so und dann kann man auch da nichts ändern. Und darüber zu meckern, dass ich nicht lege für die Person, ne, macht auch keinen Sinn. Weil das ist ja keine Privatlegung ist. Und wenn es ist auch Privatlegung, ich meine, es ist, stellt dir vor, wenn ich würde je alles hundertprozentig mitteilen, alles, inklusive Lottozahlen. Was glaubt ihr, was bei mir die Haus wird einbrennen und wie lange ich werde noch freilaufen? Wenn ich wüsste, alle Karten und Lottozahlen und alles hundertprozentig, was eintrifft, ich würde nicht lange hier herumlaufen. Ich würde ganz schnell geschnappt von irgendjemand, weil der würde mit Sicherheit wollen, viel mehr erfahren. So, das sind die Kartenlegungen für euch, meine liebe Wassermänner. Ich wünsche euch wunderbare Zeit
und alles Gute im November. Bleibt in der Mitte, kümmert um sich selbst und überlegt über Selbstbetrüge, wo ihr euch selbst betrügt. Das ist immer wieder so ein Thema, auch bei mir. Ich betrüge mich auch, indem ich mir etwas einrede, anderes. So, alles Gute, bis bald.